Normalzustand im Erholungsraum Nummer 1 im Süden von München. Vor allem auch die Mountainbiker haben die Naturlandschaft und ihre Isar-Trails für sich entdeckt. Was der steigende Freizeitdruck für die Natur bedeutet, beobachten der Ornithologe Manfred Siering und der Käferkundler Franz Wachtel direkt vor ihrer Haustür in Grünwald. Eigentlich findet man hier noch unberührte, artenreiche Wälder. Doch setzen ihnen die Isar-Trails, ein Netz aus vorwiegend wilden Wegen, immer mehr zu. Oh. Schau mal her, der ist auch völlig neu. Der ist heuer im März, da die Saison ist der entstanden. Und jetzt ist er eigentlich schon so ausgefahren und so ausgetreten. Das geht irre schnell, dass sie so Wege etablieren. So werden aus illegalen Spuren mit der Zeit ausgefahrene breite Pfade. Genau dort, wo die Natur eigentlich wichtigen Lebensraum bietet. Das ist halt ein Hotspot der Artenvielfalt. Das sieht man jetzt als Laie nicht viel. Das ist der Schlamm unter Wasser. Aber da ist eben genau die Vielfalt drin. Die Insektenlarven, viele kleine andere wirbellose Tiere, von denen wiederum größere Wirbeltiere leben können. Von wie vielen Arten sprechen wir da insgesamt ungefähr? Also hier sind mit Sicherheit 200 Arten drin. Wenn ich da die Kollegen von der Zoologischen Staatssammlung, wenn die da mal der Reihe nach das anschauen und filtrieren, und dann kommen die auf locker 150 bis 200 Arten. Das sind also kleine Tiere, hässlich, grau, braun und schwarz, die keinen Menschen interessieren, aber die gehören eben mit dazu zu unserer Biodiversität in Bayern. Und wir haben solche Quelllebensräume, sind eigentlich besonders streng geschützte Kleinlebensräume. Und das ist eben dieses Fantastische an dem oberen Isartal, dass hier einer dieser Lebensräume wie eine Perlenkette am anderen hängt und dadurch Ausbreitungs- und Wandermöglichkeit ist auch für so schwer mobile Tiere wie winzige Schnecken. Das ist unverzichtbar. Und sowas kaputt zu machen, indem ich hier einfach diese Hölzer reinschmeiße und drüber radle, das läutet das Ende von so einem kleinen Lebensraum ein. Im Jahr 2012 wurden die Trails, die weniger als einen Meter breit sind, vermessen. Heraus kam eine Strecke von insgesamt 70 Kilometern, größtenteils wild entstanden. Franz Wachtel beobachtet die Folgen im Auwald. Ich meine, ich lebe ja da schon seit immer, seit 70 Jahren in Grünwald. Früher waren da überall Laichballen drin von Fröschen. Dann hat man auch von den Erdkröten diese Laichschnüre gesehen. Und jetzt ist gar nichts mehr. Man kann schauen, wo man will, da ist nichts mehr drin. Ob das denen, die hier unterwegs sind, bewusst ist? Auf jeden Fall sind alle gesprächsbereit. Natürlich machen wir uns Gedanken. Also es gibt natürlich mega viel Konfliktpotenzial zwischen den Mountainbikern, den Joggern, den Spaziergängern, die mit Hunden ausgehen, Trailrunnern. Das ist klar. Also das Einzige, was natürlich hilft, ist Rücksicht nehmen. Rücksicht nehmen auf die Natur natürlich. Also das ist das Wichtigste, weil wenn es hier kaputt ist, dann hat keiner mehr was davon. Das ist das Dilemma, dass diese Arten oft in der Früh auf den Wegen sitzen, weil da die Sonne drauf scheint, um Betriebstemperatur zu kriegen. Und wenn dann der Mountainbiker kommt, das nehmen die gar nicht wahr, weil der so schnell da ist und schon sind sie überfahren. Also was ich hier aufgesammelt habe, oder auch der Franz Wachtel, an Todesopfern, das ist katastrophal. Blindschleiche, Ringelnatter, junge Ringelnatter, ganze Mengen werden hier überfahren. Die sind wie kleine Schnürsenkel, liegen auf dem Weg und werden nicht wahrgenommen. Aus Sicht der Kleintiere wäre der Fall klar. Sie wären am liebsten ungestört. Aber wem gehört die Natur? Die Zahl der Mountainbikes nimmt zu. Sie werden leistungsfähiger, viele mit Elektroantrieb. Und es ist praktisch nicht erkennbar, welche der Wege in dem über 250 Kilometer langen Netz genutzt werden können und welche nicht. Wir würden uns ja freuen, wenn wir endlich mal Wege hätten, die wir auch einfach nur ganz normal befahren dürfen und wo man sagt, da sind wir auch erwünscht. Also das ist ja schon ein Konzept, wo wir sagen, da warten wir ja auch schon seit Ewigkeiten drauf. Aber in dem Moment, wo es jetzt heißt, nein, es wird einfach alles dicht gemacht und wir versuchen, die Radler komplett rauszuhalten, dann fragst du dich natürlich auch schon wirklich in München, wo sollen wir denn überhaupt hin? Die Natur gehört allen, angefangen bei den Tieren, die da leben, und aufgehört bei den Menschen, die sind natürlich auch nutzt. § 16, Bayerisches Naturschutzgesetz, die freie Betretungsrecht der Natur, und das inkludiert auch die Mountainbiker.
In dem sehr eng begrenzten und noch dazu sehr speziellen Naturraum, den widersprüchlichen Interessen gerecht zu werden, grenzt an ein Kunststück. Am westlichen Isarufer bei Pullach fordern die Vertreter des lokalen Aktionsbündnisses Agenda 21 jetzt tatsächlich ein komplettes Verbot für Mountainbikes. Zwar gibt es für diesen Abschnitt und das gesamte Isartal ein Lenkungskonzept. In einem langen Dialogverfahren wurde es im Landkreis München von Vertretern aller Interessengruppen erarbeitet. Doch nichts geschieht. Sorry. Vor 10 Jahren hat man mal versucht, alle zusammenzuholen, die Mountainbike-Verbände. Und Landkreis und Stadt München haben da mitgemacht und wollte ein Konzept dann erarbeiten. Das hat auch 10 Jahre gedauert, bis man dann soweit war. Das Konzept ist 2017 fertig geworden. Ist aber bis heute nicht umgesetzt. Wer war's? Ein Naturjuwel trifft auf den Bewegungsdrang einer Großstadt. Und alle zerren am schönsten Stück Natur bei München. Jedes verlorene Jahr verschärft die Situation. Aber ich habe das Gefühl, München weitet sich allgemein aus. Da geht auch Natur verloren. Ich denke, das ist ein bisschen der Lauf der Dinge. Ich kann die Leute ja nicht einsperren, die werden sich was anderes suchen oder es weiter nach draußen tragen. Man kann ja nicht den ganzen Wald besetzen. Ich glaube nicht, dass sich das aufhalten lässt, ehrlich gesagt. Ja, ich denke mal, echt, also irgendwie Ausbau von Wegen quasi wäre vielleicht sinnvoll, dass man vielleicht, ja, dass man das versucht eben aufzubauen, um gerade so Wurzelteppiche, weil das ist, glaube ich, da schmerzt es schon ein bisschen, wenn ich da drüber fahre oder versuche außen rum zu fahren zumindest. Wenn es wild ist, wenn der Weg nicht so ausgebaut ist, ist ja genau das, was Spaß macht. Irgendwie ein bisschen so. Kleine Trailswurzeln. Dabei sind sich alle darin einig, dass die Natur geschützt werden und dringend etwas geschehen muss. Aber weder gibt es den versprochenen Trail für die Mountainbikes, noch ist irgendetwas beschildert. Und das Netz der wilden Wege breitet sich weiter aus. Also die Behörden müssen endlich in die Gänge kommen. Wir haben 11 Jahre lang am runden Tisch verhandelt und gesessen, haben eine für beide Seiten zufriedenstellende Lösung erarbeitet. Die beinhaltet, dass große Schutz- und Ruhezonen sind, wo auch dieses Gebiet hier dazugehört. Und dass wenige erlaubte Trails entlang der Isar, auf beiden Isar-Seiten, insgesamt sind es 78 Kilometer, das muss ja wohl reichen, für die Mountainbiker zur Verfügung bleiben. Und das war einfach das Ziel, dass wir einen Weg haben, der ertüchtigt wird und wir die Leute darauf lenken, also sprich den Weg so attraktiv machen, dass sie gar nicht hier fahren, wo sie eigentlich auch nicht fahren sollen. Aber das hängt in der Stadt seit 2017 und im Landkreis. So zieht sich der Schwebezustand immer weiter hin.